Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es um indirekte Automationen. Man kennt es vielleicht schon von der Lautstärkenautomation, die man gängigerweise mit dem Tool-Device macht, aber man kann da noch ein bisschen mehr machen. Wie das geht, zeige ich euch jetzt, aber legen wir einfach mal los. So, wie ich schon erklärt habe, man kann ja so Lautstärkenautomationen, wenn man so einfaden und ausfaden will, ich habe das hier mal gemacht, mit dem Tool-Device machen, dann automatisiert man hier steht nochmal, ist dann Add Automation, automatisiert man hier das Einfaden und das Ausfaden oder irgendwelche Lautstärkenänderungen hier mittendrin. Und wenn man das Ganze dann abspielt, klingt das auch so. So, und der Vorteil von dieser indirekten Automation ist einfach der, dass man hier diesen Regler noch frei hat, ohne dass hier oben gleich das Licht angeht, dass die Automation unterbrochen ist. Das heißt, ich kann dann trotz einer Lautstärkenautomation die Spur immer noch leiser und lauter machen. Was ich nicht könnte, wenn ich hier jetzt eine Automation Lane dran gepackt hätte und jetzt zum Beispiel hier irgendwas mit der Lautstärke automatisiere, einfach mal so hier. Und wenn ich jetzt hier dran rumdrehe, dann geht hier sofort das grüne Licht an, Automation unterbrochen, ich muss hier wieder drauf drücken, aber ich kann hier nichts mehr ändern. Und wenn man dann so einen Song nochmal fein abmischen will, ist das natürlich ziemlich hinderlich. Deshalb löschen wir das gleich wieder, ganz blöde Idee. Und sowas Ähnliches geht natürlich auch, wenn ich zum Beispiel hier die Filterfrequenz automatisieren möchte. Das habe ich schon mal gemacht, habe hier eine Automation Lane angelegt, das ist meine Filterfrequenzautomation zusammen mit der Volume Automation. Und jetzt stehe ich vor dem gleichen Problem. Ich lasse das Ding hier laufen, möchte hier aber zum Beispiel live jammen oder irgendwie sonst was und unterbreche die jetzt einfach mal, obwohl ich die eigentlich nur so ein bisschen verändern möchte. So, und die läuft jetzt nicht mehr, das heißt, ich habe die Bewegung rausgenommen und muss hier oben wieder draufklicken, damit die Bewegung von der Automation wieder übernommen wird. Das heißt, wenn ich so einen Track live performen will und ich weiß, dass ich an dieser Filter-Frequency rumbasteln möchte oder an der Filterresonanz oder an irgendeinem dieser anderen Knöpfe, zum Beispiel hier den Sync-Knopf oder so, wenn ich hier eine Automation-Lane jetzt drin hätte, wo ich jetzt irgendwas machen würde, hier nehmen wir mal den Sync rein und der ist hier unten, genau, und dann packen wir hier mal so zwischendurch, geht ja hier mal so ein bisschen hoch. Dann sehen wir hier, so, macht er einen kurzen Ausflug. So, das heißt, die Knöpfe sind für mich jetzt beim Live-Jam einfach mal tabu. So, ich möchte die aber vielleicht benutzen, weil ich die so vielleicht ein bisschen zurücknehmen möchte oder noch mehr Effekte reinbringen möchte. Dann gehe ich jetzt ganz einfach hin und packe mir hier vorne einen Modulator rein, nämlich ein Makro. So ein Drehregler. So, und diesen Drehregler, den benutze ich jetzt und drehe den jetzt hier mal ganz zurück. Und moduliere mir den jetzt hier zum Beispiel komplett nach. Das heißt, wenn ich an dem drehe, dreht sich der hier. So, und bei dem hier sage ich jetzt auch Add Automation Lane. Und ich klappe jetzt mal alle Automationen auf, die ich habe. Das sind jetzt mittlerweile schon ein paar. Und jetzt habe ich hier diesen Frequenz-Makro-Regler. Den kann ich mir noch zum Beispiel mit einem M für Makro, damit ich weiß, welcher das ist. Dann sehe ich hier, aha, M Frequenz Makro, und ich möchte aber, dass der die Filterfrequenz hier moduliert. So, und jetzt habe ich hier die Filterfrequenz, das ist dieser hier, und diesen Makro-Knopf. Wähle jetzt mit der Taste 2 mein Auswahlwerkzeug aus, wähle mir diesen Bereich aus, könnte auch die ganze Tracklänge sein, und schiebe mir das jetzt einfach hier hoch auf die Filterfrequenz.
So. Jetzt kann ich hingehen. Er ist hier lustigerweise gelöscht. Ach so, weil ich nicht Steuerung gedrückt habe. Und lösche mir den jetzt einfach mal. So, jetzt ist der hier gar nicht mehr automatisiert. Aber er ist moduliert mit dem hier. Und der Makroknopf, der ist automatisiert. So, um das Ganze jetzt mal kurz zu zeigen, lasse ich das hier einfach mal laufen und nehme jetzt hier nochmal in der Ansicht nochmal die M-Frequenz und machen wir hier alles zu, damit das nicht so ganz heftig wird. So, das ist meine Frequenzmodulation. Jetzt kann ich hier live rumjammen mit dem Ding. Das voll aufdrehen die ganze Zeit, dass das überhaupt keine Automation hier mehr übernimmt. Oder ich nehme das wieder zurück oder ich nehme das ganz viel zurück. Und kann jetzt einfach wild rumjammen mit dem Ding, ohne dass mir die Modulation hier ausgeht. Und ich habe immer noch die Bewegung im Sound. Und dasselbe kann ich hier für den Sync-Button machen. Mache ich das gleiche nochmal. Ich nehme hier so einen Makroschalter, einen Makroregler. Zack. Dann modelliere ich mir den Synth hier zurecht. Dann nenne ich das Ding einfach, damit ich es besser erkennen kann. Makro Sync 1. Lass mir hier wieder alle Modulationen anzeigen. Hab dann. Achso, ich muss hier noch Rechtsklick, Add Automation Lane. Dann kriege ich hier den M Sync 1. Und jetzt suche ich mir hier den Sync raus, den Original Sync. Das ist der Polysynth Oszillator 1 Sync. Das ist der hier. Taste 2 schalte ich um und das war jetzt der hier, genau. Und den brauche ich ja nicht kopieren, sondern den verschiebe ich jetzt einfach auf den Sync hier hoch und das hier lösche ich. So. Und jetzt schalte ich nur mal den Sync hier ein. Das ist der hier. Wurde automatisiert. Mit dem moduliere ich den hier. Und ich kann jetzt den Sync hochschieben, ohne dass mir die Automation unterbrechen Warnleuchte angeht. So. Und ich kann mit dem jetzt herrlich hin und her wackeln und machen und tun, was ich will. Und kann einfach so wunderbar live jammen, ohne dass mir irgendetwas in den Weg kommt. So, das war schon an der Stelle mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr findet Verwendung dafür. Und denkt immer dran, Lautstärke einer Spur immer mit einem Tool-Device automatisieren. Immer, 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 immer. Nie diesen hier. Da verbaut ihr euch so ganz so viel. Ob ihr dann hier so eine Modulation oder eine Automation über eine Modulation macht, das geht natürlich, können auch Drehregler hier für bestimmte Werte nehmen oder Schieberegler oder was es da auch alles gibt. Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Das muss man nicht unbedingt. Aber wenn man jetzt vorhat, zum Beispiel mit einem Song irgendwie rumzujammen und da halt rumzuexperimentieren und so weiter und weiß, okay, ich hätte ganz gern diesen Controller oder diesen Parameter, wie zum Beispiel so ein Filter ist ja immer schön zum Spielen oder einen Reverb oder einen Attack oder einen Release oder was auch immer man da hat, dann kann man das halt einfach schön machen, indem dass man hier so einen Makroregler nimmt und dann den entsprechenden Regler moduliert und den Makroregler automatisiert, beziehungsweise die Automation, die man auf diesem Regler hatte, dann auf den Makroregler rüberschiebt oder kopiert und dann die Automation für diesen Regler erstmal löscht. So hat man halt einfach den indirekten Weg. Man hat eine Automation eines Makroreglers und der Makroregler moduliert dann entsprechend den Regler. Und das war es dann auch schon. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, teilt das Video weiter, erzählt von mir, kommentiert gerne, wenn ihr irgendwelche Tipps und Tricks habt, dann mache ich vielleicht auch ein Tutorial draus oder ihr habt schon ein Tutorial draus gemacht und sagt mir einfach wo. Würde mich freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.